Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Vieler Töne, herzlicher Dank. Und herzlich willkommen bei Belzig hält sich heute mit extrem interessanten und geradezu aufsehenerregenden Gästen. Ich habe hier wirklich heute zwei lebende Legenden zu Gast, nämlich Oliver Kahn und Magdalena Neuner. Ja. Und, ja. Und als dritten Gast, der dritte Gast des Abends ist auch lebend, ja. Allerdings von der gerade nicht ganz so lebendigen Linken, der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Gregor Gysi. Meine Damen und Herren, ja, einen Applaus. Meine Damen und Herren, hinter uns liegt ja richtig ein langer, langer Wahlmarathon aus Schleswig-Holstein, Frankreich, Griechenland und jetzt am Sonntag Nordrhein-Westfalen mit einem großartigen Wahlergebnis für Hannelore Kraft. Und bei aller Bescheidenheit, ja, bei aller Bescheidenheit möchte ich schon mal sagen, Hannelore Kraft war fast auf den Tag genau vor einem Jahr, war sie hier in meiner Sendung, hier auf diesem Stuhl war sie guckt. Ja, da war sie kommt. So, da. So. Wir haben alle gesagt, sie hat den Wahlkampf gewonnen, weil es war mütterlich und Currywurst und Zeug. Aber sie war hier bei mir, ja. Und was passiert? Sofort gewinnt sie die Wahl. Ich glaube da nicht an Zufall, ja. Auch zum Beispiel hier, Rainer Brüderle war auch da, ja, in den letzten Monaten. Oder hier Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Und was passiert? Sofort zieht die FDP gegen jede Vernunft und gegen jede Gerechtigkeit, ja, wieder in die Landtage von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ein. Auch hier übernehme ich zähneknirschend und schweren Herzens die Verantwortung. Ja. Und überhaupt frage ich mich mal, was ist los? Das ist mir schon so oft aufgefallen. Letzte Sendung, Sie erinnern sich, David McAllister, der sympathische Ministerpräsident von Niedersachsen, da war er gehockt. Und was ist passiert? Heute Nachmittag ist er bei einem Bootsausflug mit der CDU-FDP-Fraktion, ist er gekentert. Ja? Da, können wir das Bild mal sehen? Da, ja. Heute Nachmittag. Ja? Manchmal bin ich mir selbst unheimlich. Und der bayerische Innenminister Herrmann, gestern will er den Neubau einer Umgehungsstraße bei Kempten, glaube ich, was einweihen, steigt in einen 40-Tonnen-Bagger. Und was passiert? Der Bagger kriegt Schlagseite, also der Bagger, nicht der Herrmann, den hat er schon vorher wahrscheinlich gehabt, ja, begräbt den Minister unter sich, ja. Und dabei war der Herrmann überhaupt nie in meiner Sendung. Aber ich habe gestern so an ihn gedacht. Ich weiß nicht. Übrigens aber das Flugzeug von dem Herrn Hollande, damit habe ich nichts zu tun. Für die, die es nicht wissen. Das Flugzeug von Herrn Hollande ist heute bei seinem Antrittsbesuch, er war unterwegs nach Berlin zu Merkel, ist das Flugzeug von einem Blitz getroffen worden und musste umkehren. Das war ich nicht. Das war die Merkel. Ja? Die hat in ihrer Machtgeilheit wahrscheinlich gesagt zum lieben Gott, lass es wie ein Unfall ausschauen. Aber hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Für den Rückflug stellt sie ihm wahrscheinlich persönlich einen russischen Superchat zur Verfügung. Ja, wo war ich? Genau, bei Hannelore Kraft. Und man muss aber sagen, sie hat diese Wahl gewonnen, weil sie hat ja auch, der Röttgen war ja eigentlich kein Gegner. Also er war schon ein Gegner, aber vor allem sein Eichener. Ne? Und ich finde es jetzt auch blöd, dass alle auf dem rumhacken. Ich bin ihm sehr dankbar. Ihm, dem Röttgen, verdanken wir doch den ehrlichsten und besten Satz in den ganzen letzten Wochen, dass er gesagt hat vor der Wahl, bedauerlicherweise entscheiden die Wähler, hat er gesagt. Bedauerlicherweise, hat er gesagt, bedauerlicherweise. Das ist ein Satz, der passt in unsere postdemokratische Zeit. Bedauerlicherweise entscheiden die Wähler. Das muss sich auch unser Altbundespräsident Roman Herzog gedacht haben, der ja jetzt vorgeschlagen hat, die 5%-Hürde wieder ein wenig hochzusetzen, um zu verhindern, dass so kleine Parteien wie die Piraten ins Parlament gelangen, habe ich gedacht. Ach, so läuft es dann. Wenn dann der Wähler nicht so entscheidet, wie ihr euch das vorstellt, dann ändern wir nicht die Politik, nein, dann ändern wir das Wahlrecht. Heimatland, Herr Herzog, Sie bekommen einen so schönen Ehrensoldat, soll es doch reichen für ein Tabletten für die problematischen zerebralen Problemzonen. Ja? Also, ey.
Bedauerlicherweise entscheiden die Wähler, das denken sich auch gerade die Finanzmärkte, wenn man an die Wahlergebnisse von Frankreich und Griechenland denkt. Ja? Also ich meine, muss man sagen, noch entscheiden die Wähler, noch. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Finanzmärkte noch lange datenlos zuschauen. Die Finanzmärkte werden der Politik garantiert irgendwann mal klar machen, in so schwierigen, komplizierten Zeiten ist einfach kein Raum mehr für so diese ganze Demokratiefolklore. Was soll das dann, diese Wählerei? Und dann ist nur Chaos. Schauen Sie nach Griechenland oder bei uns auch jetzt, da diese schwarz-gelbe Komatruppe, jeder gehe ich in jeden. Ne, jetzt Brüderle macht den Rösler fertig und Seehofer macht den Röttgen fertig und macht die Merkel fertig. Und die Merkel kann sich gar nicht wehren, weil sie muss sich überlegen, wie mache ich den Hollande fertig. Ne? Und die Einzigen, die sich selber fertig machen in Deutschland, sind die Linken. Ne? Muss man auch mal anerkennen. Und die SPD sitzt da und glotzt und freut sich, ja, und denkt sich super mit dem Hollande, weil der Hollande ist ein richtig bissiger Hund. Und die SPD wäre auch so gerne mal so ein wenig bissig. Die haben das ja so verlernt, das Bissigsein. Klar, kein Wunder, jahrelang, dass überparfümierte Schoßhündchen der Kanzlerin, ja, und jetzt wollen sie auch mal bissig werden und kläffen und denken sich, Hund bleibt Hund. Nein, ich glaube, die Finanzmärkte machen nicht mehr lang mit, ja, auch gerade schauen sie jetzt in Griechenland, da triumphiert eine radikale Linke. Ich fand ja sehr interessant, dass sofort den Vorschlag gab, den Griechen gleich die Hilfsgelder zu streichen, ja. Wenn die so einen Stuss zusammenwählen, habe ich gedacht, ja und, das juckt doch die Griechen nicht. Ich meine, was heißt die Hilfsgelder? Das juckt doch diese 54% arbeitslosen Jugendlichen nicht. Die haben doch noch nie einen Euro gesehen von diesen Hilfsgeldern. Das ist doch sowieso der Witz, dass diese ganzen deutschen Hilfssteuergelder werden nach Athen überwiesen und von dort werden sie direkt nach Frankfurt überwiesen, zur Europäischen Zentralbank zum größten Teil, weil die nämlich die ganzen Schulden hat, diese ganzen griechischen Anleihen, diese Schrotteinleihen, denen die Banken noch untergejubelt haben jahrelang. Und deswegen ist doch Nein, bevor ich mich aufrege, komme ich lieber zum ersten Gast. Er wartet auf mich und vor allem warte ich auf ihn und ich warte auf ihn garantiert schon viel, viel länger als er auf mich. Vielleicht, er versteht ja auch was von Wirtschaft, ja, hat jetzt ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, Gott sei Dank nicht promoviert, also man muss keine Zweifel haben. Begrüßen Sie bitte die lebende Legende, begrüßen Sie bitte Oliver Kahn. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Die größte Herausforderung habe ich schon geschafft. Bitte? Ich sagte, die größte Herausforderung habe ich schon geschafft. Und zwar, was war das? Nach 20 Jahren Profifußball ist man froh, wenn man in so einem Stuhl Platz nehmen kann. Ja, da geht es nicht mehr so leicht. Ne? Da geht's nicht. Das ist alles ein wenig unflexibel. Aber es geht noch. Passt schon. Ja, Herr Kahn, es ist eine wirklich große Freude, dass Sie mir die Ehre geben. Herzlich willkommen bei Belzi hört sich. Willkommen. Kann man das trinken? Ja, aber... Ja, passt. Passt, gell? Ja. Sie sind doch schon Härteres gewöhnt. Ja, Herr Kahn, Frage. Sie waren ja jemand, der die Schmähung und Kritik und sowas immer sehr angespannt hat. Wir haben schwierige politische Zeiten, Sie sind politisch interessiert. Wäre das für Sie eine Möglichkeit, selber mal in die Politik zu gehen? Können Sie sich das vorstellen? Also jemand, der hart sich durchsetzt? Also ich wurde das ja am Ende meiner Karriere sehr häufig gefragt. Ja. Was machen, was willst du denn jetzt mal machen? Und natürlich wurde dann auch gefragt, willst du mal in die Politik gehen? Und ich glaube, ich habe auch während meiner sportlichen Zeit gelernt, dass ich nicht unbedingt ein sehr politischer Mensch ist. Also permanent irgendwo den Konsens zu suchen, Kompromisse zu suchen, ist für mich nicht unbedingt das Richtige. Ja, aber Sie wären doch einer, der sich durchsetzt. Aber Sie hätten ja eine Durchsetzungskraft, auch, ja, eine Brutalität, wenn es sein muss. Auch, ne? Ja, das wird mir immer so zugeschrieben. Aber ja. Glauben Sie, auch als ich noch aktiver Sportler war, ich glaube, ich war ja ein paar Jahre Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, auch des FC Bayern. Und mit mir werden ja häufig solche Bilder in Verbindung gebracht, verstehe das gar nicht, mit aufgerissenem, aufgerissenem Mund oder mit gestrecktem Bein. Also ich glaube nicht, dass man Kapitän sein kann von Bayern und der Nationalmannschaft, wenn man nicht noch ein paar andere Facetten
so auch parat hat. Das heißt, ich habe schon immer gewusst, wann so Momente sind, wo man ein bisschen rustikaler zur Sache gehen muss. Ich will jetzt nicht, auf das Spiel am Samstag in Berlin eingehen vom FC Bayern München. Aber genauso habe ich durchaus auch verstanden, welche Spieler man auch ganz anders handhaben muss. Also es geht schon darum, gerade heute mehr denn je, eben junge Menschen richtig behandeln zu können, sie auch motivieren zu können. Und die ganze Menschenführung, ich glaube, die ist heute, sieht man ja auch bei Borussia Dortmund, ich glaube, Jürgen Klopp macht das auf eine ganz, ganz exzellente Art, der ein Trainer ist, der seine Spieler in- und auswendig kennt, was ihn übrigens auch mit Mourinho verbindet. Das heißt, er weiß alles, er weiß individuell auf die einzelnen Menschen einzugehen und ich glaube, das ist heute die Kunst. Ja, Kunst, das ist auch so. Die Kunst der Motivation, so, ob das in der Politik auch funktioniert. Aber Sie reden ja ein Politiker, man kommt nicht dazwischen. Voll drauf. Der Letzte, der mich hier so dermaßen zugelabert hat, war der, das war der Brüderle, da kam ich auch nicht dazwischen. Wo sehen Sie also sich hätte ich ja doch Talent für die Politik. Hundertprozentig. Ich glaube das. Ich würde auch nie sagen, Sie sind immer nur diese ganzen alten Blödgeschichten und Ihr so Image, das Ihnen da irgendwelche Blödmädchen aufdrängt. Aber ich glaube, Glaubwürdigkeit, ja, teilweise an manchen Sachen waren Sie selber schuld, aber das hat mich ja nie interessiert. Ja. Aber diese Durchsetzungskraft, ja, diese Brutalität, dass Sie auch mal es schaffen, im Flugzeug einen Blitzschlag zu treffen, das würde ich Ihnen... Wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren, wenn Sie den Oliver Kahn in 5 Jahren, wo sehen Sie sich da? Schon beim DFB, oder? Gottes Willen. Nee. Nein, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, wenn ich das vielleicht... Ja, das Sie können ausholen ich und ich sage dann Stopp. Ich habe 2008 meine Karriere beendet. Ich kann kaum glauben, dass das jetzt schon, dass es jetzt schon 4 Jahre her ist. Und es ist ja dann nicht immer ganz einfach, sich auch neue Ziele zu setzen. Und das sieht man ja so an dem ein oder anderen ehemaligen Fußballspieler, dass es eben nicht ganz einfach ist. Oder auch bei manchen Tennisspielern. Ne? Oder warum schafft es einer wie Sie, der schafft es gut und bleibt irgendwie ein guter Typ? Und andere, nehmen es beim Namen Lothar Matthäus, Boris Becker, große Sportler, werden plötzlich zu peinlichen Witzfiguren. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht einfach, weil Sie müssen wissen, Sie betreiben Ihren Sport, seitdem Sie Kind sind. Ja. Sie sind Profisportler über 15, über 20 Jahre und irgendwann ist es vorbei. Müssen Sie aus diesem System, was Sie ja so lange geprägt hat, heraus, müssen sich neu definieren, müssen sich neue Ziele setzen. Und da an diesem Schnittpunkt passieren sehr, sehr viele Fehler. Viele gehen dann vielleicht wieder viel zu früh zurück, da wo Sie hergekommen sind. Und ich für mich habe dann irgendwann gesagt, es war eine schöne Zeit, es waren 20 Jahre, hochemotional, super dramatisch. War toll, aber ich glaube, es gibt noch andere Dinge, wie jetzt immer nur Fußball. Und deswegen habe ich mich erst mal 1,5 Jahre rausgenommen. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen zu sagen, ja komm, fängst noch mal an zu studieren. Master of Business Administration. Hört sich ja toll an. Wollen aber Sie es ging mir nicht. Promovieren? Haben Sie Pläne? Hat man gelesen? Haben Sie überlegt, bei wem Sie abschreiben können? Ich habe das in der Tat... kurz überlegt danach. Dr. Kahn. Bloß dann habe ich gedacht, brauche ich das jetzt auch noch Doktor? Ich habe es mir auch mal vorgestellt. Dr. Belzig wäre auch schon... Aber jetzt erst mal Ich habe das jetzt auf Eis gelegt. Ich würde Sie bitten, sich zu engagieren. Und zwar in dem Zusammenhang möchte ich ein Buch empfehlen. Kennen Sie das Buch von Thomas Kistner, FIFA Mafia? Kennen Sie das Buch? Ein guter Journalist und dieser ganze Schmierverein FIFA, dieser ganze korrupte Drecksackverein mit Blatter an der Spitze, hätte es ja wirklich mal nötig. Nein, passen Sie auf. Ich sag jetzt die Dinge, die Sie nicht sagen dürfen, aber denken. Ja? Transparenz. Und da gehört wirklich mal, Hoeneß hat es ja auch gesagt, wirklich mal mit der Granate reingeschlagen. Und bitte lesen Sie dieses Buch. Ja, ich schenke es Ihnen jetzt, Herr Kahn. Lesen Sie das. Wäre das nicht eine Aufgabe für Sie als echter Sportsmann, zu sagen, doch, ich werde Sportfunktionär und dann gehe ich aber rein mit der eisernen Faust und hau die alle zusammen. Ja? Sport. Ich weiß nicht, ob Sportfunktionär, ich weiß nicht, ob das auch das Richtige ist. Ich weiß, der Sportfunktionär unterscheidet sich so groß vom Politiker.
Ja, aber der Unterschied ist, die werden weniger beobachtet. Diese ganzen Sportverbände leben sehr geschützt, meistens in der Schweiz und haben überhaupt, ja, fast alle Sportverbände sind irgendwo in Zürich und so angesiedelt und haben überhaupt keine demokratische Kontrolle, sind total undemokratisch. Man muss das lesen. Ich verstehe sowieso nicht, wie die FIFA, es ging ja jetzt auch um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften, wieso sie da nicht, sie könnte das ja ganz einfach lösen. Ich sage mal, die Bewerbungen, über die zum Schluss dann entschieden wird, die sind ja, wenn man da ehrlich ist, die unterscheiden sich ja nur noch marginal, minimal. Ja. Und warum lässt man das nicht einfach, so wie man ja auch die Gruppenphasen, beispielsweise der Champions League, aus einem Topf zieht, so könnte man ja auch den Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft genauso praktisch ziehen, dafür ein bisschen für Transparenz schaffen. Aber das wäre doch eine Aufgabe. Das ist für Sie eine Aufgabe. Der Beckenbauer war ja da auch, ist ja auch der Funktionärsebene drin und ist jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass er da jetzt besonders tätig geworden wäre. Ne? Ja, aber der Franz ist ja auch irgendwo, muss man sagen, Schritt für Schritt gegangen. Darf man auch nicht vergessen, er war zuerst mal Bundestrainer, Nationaltrainer, viele, viele Jahre. Und dann ist er auf die glorreiche Idee gekommen, jetzt, wenn ich kein Nationaltrainer mehr bin, dann kann ich ja auch, darf man nicht vergessen, er wurde erst noch Präsident des FC Bayern. Und dann letztlich hat er ja dafür gesorgt, dass wir die Weltmeisterschaft 2006 auch in Deutschland, nach Deutschland geholt haben. Jetzt, ich würde Ihnen das halt vorschlagen und Sie anriechen, das sich zu überlegen, weil ich Sie für sehr glaubwürdig halte und eine gute Meinung von Ihnen habe. Eigentlich macht es gar keinen Spaß, jemand wie Sie einzuladen, weil man mag gar nicht draufschlagen. Ne? aber warum nicht mal auch ein wenig Harmonie? Ich würde Sie noch fragen, ich habe heute eh nur fast nur Harmoniegäste. Ich wollte Sie noch fragen, Glaubwürdigkeit ist ja ein wichtiges Kapital, auch als Werbepartner. Wie gehen Sie damit um, wenn einer Ihrer Werbepartner, wo Sie Bratwurstwerbung machen, die Firma Wiesenhof, wenn die gleichzeitig eine Schlagzeile ist als Hühner, Schänder und Tierquäler. Da könnte ja der Image-Transfer stattfinden, aber andersrum. Also, es ist ja bei weitem nicht so, dass ich jetzt, wenn ich solche Werbeverträge dann unterschreibe, irgendwie blind irgendwas tue, womit ich mich jetzt überhaupt nicht identifizieren kann oder wobei sogar die Gefahr besteht, dass es irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Und es ist in der Tat richtig, dass in dem Moment, wo ich dann mit Wiesenhof in Kontakt gekommen bin, dann kam ja dieser glorreiche Bericht, glaube ich, im ARD über die sogenannten Praktiken von Wiesenhof. Das heißt, ich war dann durchaus auch skeptisch und habe dann zunächst mal gesagt, weiß ich nicht. Dann allerdings, das muss ich auch dazu sagen, kam der Vorstand von Wiesenhof auf mich zu und hat gesagt, wir kommen wieder zu dem Wort, wir zeigen Ihnen mal sehr transparent, was wir eigentlich tun und wie die Wahrheit denn wirklich aussieht. Natürlich ist das Thema Massentierhaltung ist immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Nur diesen Bericht, den man damals in der ARD gezeigt hat, dieser Bericht, kann man eigentlich durchaus sagen, da waren durchaus kriminelle Elemente dabei, aber nicht auf der Seite von Wiesenhof, sondern auf der Seite derjenigen, die diesen Bericht letztlich gemacht haben. Also ich habe mir das alles angeschaut, ich war sogar wunderbar, ich glaube, da, wo sie herkommen, habe ich mir zwei oder drei dieser Höfe angeschaut und habe mir das zeigen, dann weiß ich nicht mehr. Ich habe es auch vergessen, Gott sei Dank. Hab mir das angeschaut und bin dann irgendwo zu dem Urteil gekommen, das ist durchaus immer eine Diskussion, aber es ist auch eine sehr verlogene Diskussion. Wenn Sie im Supermarkt stehen, Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen Huhn zu kaufen. Ja. Das eine kostet 2,59 Euro, das andere kostet 17 Euro. Ja. Welches würden Sie nehmen? Ich nehme Hauptsache das, wo nicht Wiesenhof draufsteht. Das eine macht Wiesenhof durchaus nämlich das Bio-Huhn. Ja. Nur das Problem ist, dass das niemand kauft. Ich gehöre aber zu den Leuten, die dann sagen, lieber seltener und dafür was Gescheites und nicht jeden Tag diesen ganzen Dreck essen. Ne? Aber das ist ja wieder ein eigenes Thema. Dass da viel verlogen ist. Ich habe es mir gedacht, als Ihr Kollege Dirk Nowitzki einen richtigen Flashmob geerntet hat, weil er in einer Werbung für die Bank, für die er wirbt, eine Scheibe Wurst isst. Und dann haben sich die Tierschützer wieder aufgeführt. Sind Sie da auch so jetzt angegriffen worden? Nö, man muss bis jetzt noch überhaupt nicht. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil man da ein bisschen differenzieren muss. Ich glaube, wenn sich jetzt jemand wie ich oder auch andere als Testimonial zur Verfügung stellen, Werbung machen für ein ganz bestimmtes Produkt, dann hat es auch vor allem eine Bewandtnis, nämlich die, dass ich ja auch, ich habe eine eigene Stiftung gegründet, die Oliver Kahn Stiftung. Ja. Das heißt, wir versuchen junge Menschen stark zu machen und es geht eben auch darum, dass man sich sagt, okay, wie können wir jetzt oder wie kann ich es möglich machen, immer wieder Gelder für diese Stiftung irgendwo zu bekommen, zu akquirieren. Und da macht es durchaus Sinn, eben darüber nachzudenken, zu sagen,
ja, okay, dann hat man den einen oder anderen Werbepartner. Da kann man sicherlich diskutieren. Ich habe eben gesagt, dass dieses Thema, was Wiesenhof hat, ist sicherlich immer eine Diskussion. Aber ich denke, wichtig ist auch, dass das, was man da bekommt, so einsetzt, dass es sinnvoll ist. Und es war mir einfach extrem wichtig, eben auch in den letzten 1,5 Jahren eben auch die Oliver Kahn Stiftung ins Leben zu rufen und auch da das ein oder andere Vernünftige mit diesen Dingen zu tun. Viel ohne Kameras, das habe ich auch schon mitbekommen, mir sagen lassen von Leuten, die sie kennen, dass sie auch viel, also das wirklich machen, nicht nur, wenn Öffentlichkeit dabei ist. Apropos Öffentlichkeit, Herr Brüder, Herr Kahn. Komm, das durcheinander. Sie sind ja immer noch ein sehr öffentlicher Mensch, ein Weltstar, mit diesem dauernden Druck. Wenn man jetzt dann mal irgendwie auch irgendwie mal Mist baut, so jetzt ihr, also sagen wir mal, ein wenig zu schnell fährt, Sie haben da ja noch ein Verfahren offen, mit 163 statt 80 auf der Salzburger Autobahn und der Gutachter, den Sie beauftragt haben, sagt, es war nicht Sie, das waren vorauseilende Lichtreflexe. Kann ich die Adresse von dem... Aber da merkt man doch sofort, jetzt gibt es wieder Schlagzeilen. Voraus eigene Lichtreflexe, das ist schon schön. Ja, das war, ich hatte das bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gehört. Denkt man dann, oder wenn Sie am Zoll Probleme haben, also was mit verzollt hatten neulich, irgendwelche Klamotten, dass man dann sofort die Schlagzeilen denkt, oh Gott, und jetzt rufen die wieder alle an und Bild und Bunte? Ja, wie Sie richtig gesagt haben, die interessieren sich dann doch mehr für 980 Euro Umsatzsteuer, die vielleicht in dem Fall nicht optimal gelaufen sind, als eben für so etwas wie das, was man sonst noch so tut. Und dafür zahlen Sie jetzt ja 125.000 Euro Strafe? Nö, das hat gar nicht gereicht, sondern ich glaube, man wollte irgendwas mit 350.000 Euro. Ja. Und 125.000? Für zwei Gürtel und zwei Sackos und, glaube ich, Pullover. Aber wissen Sie, als Steuerzahler sagen wir Danke. Ja. Wo stehen Sie heute? Suchen Sie heute ein anderes Image? Sie haben es ja vorhin angesprochen. Sind Sie gerade dabei, sich neu zu erfinden? Ich weiß gar nicht, ob das Wort Image, ob das bei mir irgendeine Rolle spielt. Sie hatten hier irgendwie so Imageberater, die gesagt haben, jetzt machst du mal ein wenig auf kuschelig oder du machst auf wild. Nö, eigentlich nicht, weil das überhaupt nicht zu mir passen würde. Ja, ich kann im Grunde immer nur versuchen, so zu sein, wie ich bin, weil ich glaube, man würde mir das sofort anmerken, wenn ich irgendwelche Dinge tue, mit denen ich nicht 100%. Wie gehen Sie denn mit dieser totalen Distanzlosigkeit um? Ich habe das mal bei einem Event in München gesehen, wo jeder Depp kam da und erstens hat sie jeder geduzt, ey Olli, Olli, Olli. Ja? Und die Kameras auch ohne Rücksicht, möchte man dann manchmal, also man hat sich mal so ein Fan zuletzt so richtig angekotzt. Aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Natürlich gibt es die, die dann kommen, hey, kannst du mal da unterschreiben. Ja. Da ist man dann eher so ein bisschen, ja, man tut es. Ja. Aber man muss auch sagen, es gibt sehr, sehr viele angenehme Menschen, mit denen man ganz normal sprechen kann. Und dann macht man das auch sehr gerne. Das kommt immer darauf an, wie man in den Wald hineinruft. Ja, aber manchmal ist schon übergriffig, oder? Ja, kommt drauf an, das gibt es auch schon mal. Ja. Also aber man muss dann vorsichtig sein. Es ist ja nun mal so, wenn Sie bei einer Veranstaltung sind und Sie schreiben 800 Autogramme und Sie schreiben ein Autogramm nicht, dann sagt der zu Ihnen, Arschloch. Ja. Ja. Und der eine, der ist dann praktisch repräsentativ. Also das ist immer auch die Gefahr, der man natürlich ausgesetzt ist. Herr Kahn, das war ein sehr schönes Gespräch. Könnte man mal wieder machen, oder? Haben Sie sich wohl gefühlt? Sehr wohl gefühlt, wunderbar. Nehmen Sie das Buch bitte mit. Ich möchte noch und aber, lesen Sie. Aber wir haben ja hier auch noch viele Bücher. Ja, das sind ja Ihre Bücher. Ach so, die habe ich gelesen, wie Sie sehen, gell? Ach, sehen Sie, über die haben wir gar nicht gesprochen, aber ist nicht so schlimm. Herr Kahn, einen Tipp noch. Ja, ich zeige Ihnen noch. Aber ich schätze Sie zum Beispiel. Nicht, dass da irgendwelche falschen Gedanken aufkommen. Nee, ne? Also, das war klar. Die Bücher sind Jahre alt. Und ich schätze ihn auch nicht so ein, dass er nur kommt, weil er was verkaufen will. So das haben Sie nicht nötig. So ist es. Ein Tipp noch, jetzt das Champions League-Spiel. Aber Herrn Kister, den kennen Sie, oder wie? Ja, nicht persönlich, aber er ist ein guter Journalist und FIFA-Mafia. Und ich halte es nochmal in die Kamera. Bei Drömer Gnauer ist wirklich, ich habe es gelesen, 2/3 habe ich jetzt vor der Sendung geschafft. Aber das reicht, um zu sagen, dürfen wir lesen. Nehmen Sie es mit. Noch Ihr Tipp für das Spiel jetzt, Bayern? Naja, lassen wir es, ne? Ist jetzt schon schwer für die, oder? Psychologisch?
Mental, nach dem Erlebnis jetzt am Samstag. Aber wie ich den FC Bayern München kenne, und das hat sie immer besonders stark gemacht, ja, gerade in so einer Situation, wo dann alle auf sie draufgehauen haben und man schon ein bisschen Zweifel gehabt hat, kamen sie ja immer wieder mit etwas Außergewöhnlichem. Ja. Also ich würde es... Sie werden sehen, Sie schauen sich's an. Ich würde es vielen Spielern sehr, sehr gönnen, weil sie schon sehr, sehr lange auf diesem Titel hinterher. Eine Frage fällt mir noch ein. EM Ukraine, fahren Sie dahin oder sind Sie auch für so eine Art Boykott? Also wir fahren ja nicht hin, sondern wir sind ja in Usedom und berichten praktisch von Usedom beim ZDF. Also das hat sich schon mal erledigt. Ah ja, freilich, ich finde ja. Wer fährt denn von euch hin in die Ukraine? Flosser Hoch, ist jemand da? Keiner? Aha. Doch, einer, der zeigt dich, gibt's zu. Ne? Niemand. Ah ja. Ja, ist ein eigenes Thema. Herr Kahn, schön, dass Sie da waren. Danke auch. Vielleicht haben Sie mal Lust, wieder zu kommen, weil Sie leben in München, gerne, ist ja nicht weit. Gerne. Ne? Ja. Klar. Oliver Kahn, vielen Danke. Dank. Danke. Das Buch, er wollte es ums Verrecken nicht mitnehmen. Ne? Jetzt kriegt es mein nächster Gast. Ja? Ja, da hat das Buch noch viel mehr Fernsehpräsenz, ist auch nicht schlecht. Meine Damen und Herren, mein nächster Gast, da freue ich mich auch sehr. Auch eine sehr prominente Sportlerin, die haben es ja nicht leicht. Zum Beispiel die Hochspringerin Ariane Friedrich hat jetzt ja gerade von sich reden gemacht, weil sie auf ihrer Facebook-Seite hat sie Namen und Adresse von einem Mann veröffentlicht, der ihr angeblich Fotos von seinem Penis geschickt hat. Ja, es gibt ja so Gestörte, da hat sie sich sexuell belästigt gefühlt und dann hat sie das veröffentlicht. Und jetzt sagt der Mann aber, er wäre es nicht gewesen und es wäre sein Account wäre gehackt worden und bestreitet es und jetzt wird es ermittelt. Das ist ja absurd. Jetzt muss praktisch die Polizei mit dem Foto von dem Penis. Ist das nicht, oder? Doch das Grauen und dann war das vielleicht nett, dann sehen wir es demnächst bei Aktenzeichen XY. Schöne neue Cyberwelt. Nein, da macht man es lieber so, wie man nichts vergisst. Man zieht sich rechtzeitig aus zu viel Öffentlichkeit zurück. Begrüßen Sie bitte die einmalige, sagenhafte, wunderbare, sympathische Magdalena Neuner. Ja, was ist jetzt das? Ich habe die Sendung ja davor schon ein paar Mal gesehen und habe ein bisschen Angst gehabt, dass das zu fad wird. Zu fad? Die Sendung? Die Bohle. Die Bohle? Und deswegen habe ich mir gedacht, die vorsichtshalber... Da ist Schnaps drin? Aus Wallgau, was selbst gebrannt ist? Sie können ja mal riechen. Ich kann ja mal riechen. ich glaube, die Bohle schmeckt doch so. Na, also jetzt ist meine Bohle auch nicht direkt schlechter. Aber es muss, das hören Sie mal. Haben Sie auch? Hier. Ja, Mensch, also wenn ich das... Wenn ich jetzt das Mensch, muss, ich... hätte dann... Aber Sie können auch ruhig da. Das ist aber echt, gell? Das ist Gin. Ja, komm dann. Wurst. Es hat die gleiche Farbe in meinen Hosen. Frau Neuner, jetzt muss ich erst mal ein wenig rühren. Ich bansch doch so gern. Ja, ne? Ich probier mal. Das ist keine Kulisse, das probieren wir jetzt mal. Sie haben ja kein Alkoholproblem irgendwie, dass Sie jetzt rückfällig werden. Sehr schön. Ja, jetzt erst mal Prost, Mädel, komm. Ja, ja, Frau Neuner, jetzt habe ich Sie wegen eingebanscht. Ja, das macht aber, warte, das ist geht da mal weg zur Seite. So. Frau, ja, jetzt Maul noch. Ja, jetzt Maul gerade du da. Frau Neuner, jetzt reden wir mal. Ja. Erstmal darf ich Ihnen dieses schöne Buch schenken. Ich hab das schon mitgekriegt. Oliver Kahn verweigert wurde. Ich kann es ihm ja mitbringen, vielleicht ziehe ich ihn ja mal wieder. Und ja, genau. Sie sind ein Traumgast, weil Sie haben in einem Interview, gerade noch vor 3 Wochen, haben Sie irgendwo gesagt, dass Biathlon Sie eigentlich nicht mehr so sehr interessiert. Und mich hat Biathlon eigentlich noch nie so besonders interessiert. Also, haben wir schon was gemeinsam. Da haben wir so viel gemeinsam, ja, gell? Ja. Nein, ich habe immer denen zugeschaut, die dem zuschauen.
Ja, ja? Das ist unheimlich spannend. Also den Leuten, die dann vom Fernseher hocken und dann immer die Biathlon, und das fand ich faszinierend. Wie geht's Ihnen denn jetzt so ohne Sport? Und ja. Sie haben irgendwo gesagt, es tut Ihnen gut, Sie hätten eine richtig gute Haut bekommen. Bekommt man denn vom Biathlon eine schlechte Haut? Ich weiß nicht, vielleicht vom Stress, wobei der Stress jetzt nicht so viel weniger geworden ist. Also ich bin ganz schön viel unterwegs, viele haben mich vielleicht am Samstag gesehen, ja. Im goldenen Gewand. Ja, sehr hübsch. Aber sind tolle Sachen, also es macht mir unheimlich viel Spaß. Ist jetzt mal was anderes. Ich habe 16 Jahre lang Biathlon gemacht, ja. Bin durch den Wald gelaufen und habe geschossen. Und irgendwann... Ja, also irgendwann kommt der Punkt, da sehnt man sich nach was anderem. Ja, aber es war ja auch ein Mordsdruck, Öffentlichkeitsdruck. Sie starten da durch, dann holen Sie mal irgendwann mal vielleicht nur in Anführungszeichen Silber, dann sitzen 3 Millionen ja. Fettbäuche in Ihren Sesseln, ja. Und sagen, es reicht nicht. Ne? Genau. Ja. Aber da hat man die Schnauze voll und Morddrohungen und einen Stalker und lauter Spinner und falsche Facebook-Neuners. Und ich habe die ganze Palette, ich habe es ja gelesen, was Sie da mitgemacht haben. Ja. Zum Teil waren Sie fast schon depressiv und wollten morgens nicht mehr aufstehen. Ja, sagen wir mal, der Leistungssport, ich meine, der Olli Kahn hat dazu ja schon ein bisschen was gesagt, das ist halt, es ist schon ein hartes Geschäft. Also viele sehen halt nur, dass, wenn man dann am Start steht, wenn man seinen Wettkampf macht und am Ende Gold gewonnen hat, dann ist alles wunderbar. Aber es gehört schon einiges dazu. Also das Jahr ist lang und da gehört viel harte Arbeit dazu. Und da kommen ein paar Deppen daher, die sie irgendwie ins Leben einmischen müssen. Und das ist halt einfach immer ein bisschen ungut. Ich meine, ob sowas jetzt aufhört, das ist jetzt wieder die Frage, aber... vielleicht muss man sich damit wahrscheinlich irgendwie anfreunden oder abfinden. Das wird ein wenig weniger vielleicht werden. Ne? Vielleicht, ja. So Rosi Mittermeier war ja damals auch, aber da gab es doch kein Internet. Das ist ja der Unterschied. Ne? Ja, und, das ist was anderes, und heute ist ja alles, man kann sich ja nichts mehr erlauben. Ne? Und wo kommen Sie jetzt heute zum Beispiel her? Also von wo kommen Sie jetzt? Von daheim. Von daheim? Ja. Ja? Also und stimmt es, dass Sie jetzt viel feiern und es richtig nachts bis früh um 5 Uhr es schön krachen lassen? Ich glaube jetzt nicht so extrem. Also aus dem Alter bin ich eigentlich schon ein bisschen raus. Also wir haben letzte Woche mal einen Junggesellinnenabschied gehabt. Da brauche ich dann 2 Wochen, bis ich mich erholt habe. Sie trinken dann Alkohol richtig auch? Ich trinke also dann einmal 2 Bier und dann habe ich einen Rausch. Ah, ja. Das ist bei mir eigentlich relativ praktisch, weil ich bin ja nichts gewohnt. Ja. Und da brauche ich dann nicht viel Geld. Ja. Und... ich habe relativ schnell Rausch und einen riesen Gaudi und gehe um 12 Uhr heim. Ich habe ja mit dem Herrn Kahn auch über diese Image-Geschichte gesprochen. Und man hat ja dann auch viel Berater. Und bei Ihnen, Sie hatten ja auch viele Berater, weil Sie waren ja ein junges Mädchen. Und dann haben Sie erst so auf diese, am Anfang war das Image mehr so das liebe Strickmädchen, wobei auf dem Bild schauen Sie schwanger aus. Aber es ist die Tasche. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Das ist ein bisschen unvorteilhaft fotografiert. Und also ich bin nicht schwanger da drauf. Also weil Sie wirklich stricken, das war jetzt nicht erfunden für die Presse. Ja. Und dann habe ich mich mit Ihrer Strickseite beschäftigt im Internet und mit den Büchern. Und dann habe ich mich wirklich hingeguckt. Bleiben Sie sitzen. Und dann habe ich mich hingeguckt und habe es probiert. Ja. Und ich bin aber überhaupt nicht richtig klargekommen. Das ist... jetzt wieder dazu. Ja, ich hab's schon, aber ist das noch zu retten? Also sagen wir mal, wenn Sie das wirklich gesteckt haben, ist das gar nicht so schlimm. Werden Sie das geschwind fertig machen? Ja. Dann, ja? Klar, ich hab halt nichts mehr vor. Ich mach das dann. Wenn ich den Knoten dann mal... Vorsicht! So. Alles in Ordnung. Wir haben das total im Griff. Jetzt. Und dann war dieses Strick-Image und dann gab es plötzlich ein anderes Image. Das war dann Dessous-Bilder für Wäschefirma. Können wir das Bild mal sehen? Ja, da. Auch hübsch, ne? Nicht gestrickt. Nein, nicht gestrickt. Nee. Und für mich wäre es nichts. Ich habe es probiert, aber bei mir kommt es nicht so gut. Zeig's mal. Ich habe eine gute Fotografin. Zeig's mal. Da. Mal ganz ernsthaft gefragt, warum braucht man überhaupt ein Image? Warum kann man nicht einfach so sein, wie man ist, gute sportliche Leistungen bringen und fertig ist die Laube? Warum dieser ganze Berater-Dreck und jetzt musst du einmal das unschuldige Strickmädel machen, das Volksmusik mag und Harfe spielt und beim nächsten Mal dann wieder so ein wenig mehr der Wemp? Warum kann man nicht einfach nur das machen, was man will? Das frage ich mir eigentlich auch, weil das ist eigentlich das Schlimme, dass man
eigentlich mehr von außen da reingedrückt wird. Also ja. Ich habe damals, wo ich mit 19 das erste Mal Weltmeisterin geworden bin, habe ich gemerkt, da wird ganz, ganz schnell in eine Schublade geschoben. Mhm. Und ich habe mir da am Anfang echt dagegen gewehrt. Also das kann man halt mal in Interviews lesen können, dass ich immer gesagt habe, ich mag nicht dieses Schubladendenken. Mhm. Ein Mensch hat nicht nur eine Facette, sondern ganz viele. Und das hat mir immer ein bisschen geärgert mit dem... Mit den Mai-Fotos habe ich ein bisschen rebelliert dagegen, weil ja. ich halt am Ende war ich nur die süße kleine Magdalena mit dem Dirndl und der Harfe und Stecken. Ich meine, das gehört zu meinem Leben dazu, das ja. ist schon irgendwo ein Teil von mir und das ist authentisch. Aber ich bin eine junge Frau, also ja. ich bin ein ganz normaler Mensch, der gerne... Ich finde, man sieht es teilweise. Ja, danke. Ja. Danke, das ist ja. schön, dass du noch was gut. Aber sind da Berater, die dann sagen, auch wegen der Werbepartner und so, dann braucht man ein Image und dann dürfen wir gar nicht mehr der sein, der man ist? Gott sei Dank nicht. Also ich habe jetzt Gott sei Dank gute Berater, die das eben nicht wollen, irgendein Image, sondern da geht es darum, dass man was macht, woran man ja. Spaß hat. Und ich denke, alle die Partner, also ich habe einige Partner, mit denen kann ich mich identifizieren, ja. da weiß ich ein bisschen was drüber. Und, da habe ich mal gelesen, sie machen nur Werbung für Sachen, die sie gut finden. Ja. Würden Sie jetzt für Wiesenhof Bratwurst-Werbung machen? Ich habe mir darüber kurz Gedanken gemacht hinter der Bühne. Jetzt, wo man das weiß, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Ja. 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 Ganz unabhängig davon, was dran ist an den Vorwürfen, aber das ja. reicht ja schon für den Image-Schaden, dass da so Medien und so weiter. Und das ist halt schade. Also die Medien können halt natürlich viel kaputt machen, auch, selbst wenn nichts droh ist. Also die Erfahrung macht irgendwo jeder, der in der Öffentlichkeit steht. Aber klar, also ich muss ganz ehrlich sagen, momentan, wenn ich das Angebot bekommen würde, würde ich mich nicht dafür entscheiden. Ja. Sie machen Werbung für Strickwolle ja. und für alkoholfreies Weißbier ja. und für die Bank, wo der Papa schafft, ne? Nein, leider nicht. Nicht? Nein. Ist eine andere Bank, aber auch irgendeine Bank. Ja, ne? Die DKB. Die DKB. Mhm. Aha. auch gefährlich, ne? Ja, ich habe heute im Radio aber gehört, dass die sehr gute Kredit-Dings... Ja, Internet jetzt aber langsam, ja. Also ich glaube, das ist alles nicht so, ja. alles nicht so schlimm. Haben Sie deswegen aufgehört, weil Sie die Nase voll hatten von dem Druck? Es war eine Kombination aus vielem. Also aha. die Frage ist nicht ganz einfach, weil das bei mir irgendwie ein bisschen eine Bauchentscheidung war. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Grund, dass ich gesagt habe, so, wegen dem her jetzt ja. auf, sondern es hat sich einfach dieses Gefühl entwickelt. Ja. Nach Olympia 2010 habe ich einfach irgendwann gemerkt, dass ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, wie geht es in Zukunft weiter? Ja. Und wo will ich hin, was will ich machen und wie lange geht das Ganze noch? Ja. Und habe dann einfach irgendwie, ist mir dieses Jahr 2012 nach der Heim-WM, weil das halt ja. einfach was ganz Besonderes angenommen ist, habe ich mir gedacht, okay, das könnte vielleicht ja. ein Zeitpunkt sein. Und die ganzen zwei Jahre hat sich dieses Gefühl nicht verändert. Ja. Es ist immer eher stärker geworden. Und, also ich habe das Gefühl, bei Ihnen muss man keine Angst haben, dass Sie auch so in irgendwelchen Yellow Press Blödblättern groß erscheinen werden, auch wenn Sie jetzt, Sie haben ja gesagt, Familiengründung nicht ewig raus sein. Sie haben einen Freund, den ja. Seppi Holzer, ne? ja. Zimmerermeister, genau. den Sie schon aus der Grundschulklasse kennen. Kein Risiko, weiß man, was man hat. Ne? ja. Einer von daheim, von ja. Walgau, ja. Oma Martin auch. Aber erzählen Sie es doch selbst. Ja, jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu erzählen. Ja. Also das war eigentlich, ich meine, es ist klar, es herrscht... Ist er da, Ihr Freund? Nein, der ist nicht da. Wieso ist der nicht mitgekommen? Weil der arbeiten hat müssen. Was, jetzt? Nein, diese Nacht? Ich bin ja schon um 4 Uhr losgefahren. Ach so, ja. Ist er selbstständig? Nein, der arbeitet in einem Büro, hat aber morgen seinen letzten Arbeitstag und dann fängt er woanders an. Ah ja, ja. Wo? In Garmisch. In Garmisch. In einem Zimmer. Aber ihr macht bald ja. Urlaub jetzt, gell? Ihr fliegt ja. jetzt irgendwo hin? Wir fahren, ja. Wir fahren wohin? Mit dem Wohnmobil. Mit dem Wohnmobil? Aha. Das erste Mal, wir haben dieses Jahr gesagt, wir machen mal was anderes. Ich habe jetzt ja. immer in Hotels gelebt. Also ja. mein Leben hat sich in Hotels abgespielt. Ja. Du weißt es irgendwann nicht mehr zu schätzen, ja. weil du kriegst das Essen von der Früh bis auf die Nacht. Und ja, wollen Sie noch was? Und kann man Ihnen noch was Gutes tun? Und dieses Mal möchten wir uns selber durchschlagen. Und ja. da habe ich jetzt echt mal Lust drauf. Wo geht's dann hin? Das sage ich nicht. Aha. Ja. Naja, da ist es, glaube ich, ziemlich schön. Ja. Ich wollte nicht mitfahren, aber... Ja, aber es gibt eventuell andere Leute, ja, ja. die das dann vielleicht wieder, mitfahren. Ja. Man muss furchtbar ja. aufpassen. Ja. Ja. Das hat die Einstellung. Aber andererseits haben Sie auch keinen Grund zum Jammern. Ja. Sie sind recht wohlhabend geworden und das hat ja auch Spaß gemacht. Aber ja. den Zeitpunkt zu finden, wo es dann passt, dann ist das schon ganz ja. gut. Stimmt es, dass mal ein Depp bei Ihnen geläutet hat im Sommer und gesagt hat, er möchte, dass Sie ihm einen Pullover stricken, weil es wäre Sommer und Sie hätten nichts zu tun? Es gibt hin und wieder Menschen, die sagen ganz faszinierende Dinge und sowas kommt auf jeden Fall vor. Also ich kriege auch viel Post. Was schreiben denn, was schreiben denn die Spinne? Ganz, ganz klassisch sind so Sachen, Hartz-IV-Empfänger, das ist alles, das weiß ich. Ich meine, ich habe ja. Glück gehabt, ich habe
wirklich jetzt ein bisschen Geld verdient und so, aber die mengen dann von mir Kohle. Die sagen, hey du hast jetzt einen Haufen Geld verdient, schick mir mal ein bisschen was. Und die werden dann teilweise echt, also da kommt dann der zweite, der dritte Brief und es wird dann teilweise ziemlich beleidigend auch, wenn da nichts kommt. Und, die schreiben von sich selbst, dass sie Hartz IV kriegen? Oder? Ja, die schreiben halt, sie bräuchten jetzt da mal Kohle und außerdem, sie können sich gar nichts leisten und ich habe ja genügend und ich kann ruhig mal ein bisschen was abgeben. Ah ja, gut. Das ist natürlich auch ein Akt der Verzweiflung von manchen Leuten. Ne? Ja, also ich meine, auf der einen Seite ist es jetzt nicht so, dass mir das kalt lässt, aber ich habe wahnsinnig hart dafür gearbeitet. Also ich denke, man muss schon auch viel arbeiten, dass man auch Geld da verdient. Und ich bin ein halbes Jahr gar nicht daheim gewesen. Ich habe meine Kindheit immer Sport gemacht. Ja, ich denke, man muss sich da überhaupt nicht rechtfertigen für ein Talent. Ne? Sie haben halt ein Glück gehabt und vor allem ein Talent. War denn wirklich, dafür ist so wenig drüber gesprochen worden, überhaupt nie Neid im Kader? Weil Sie haben ja die in Anführungszeichen älteren Damen ja auch schon teilweise vorgeführt. Und dann kommt da so ein junges Hüpferle, schaut auch noch saugut aus. Ja, da war doch, ja, kann man sagen, oder? Danke. Ja. Da muss doch auch manchmal so ein wenig Neid oder so ein wenig Bissigkeit oder sowas gewesen sein. Also ich muss sagen, dass ich insgesamt ziemlich viel Glück gehabt habe. Also ein Sportler ist da oder mehr im Team waren da relativ unkompliziert, wobei das sicherlich auch Dinge sind, die werden da nicht so ausgesprochen. Ja. Also ich glaube, das ist was man, wenn dann ein bisschen unterschwellig merkt oder merkt, dass man vielleicht dann nicht mehr so groß beachtet wird oder vielleicht nicht mehr so behandelt wird wie am Anfang im Team. Wobei mir halt auch ganz klar gesagt Einzelsportler sind. Also wir sind kein Mannschaftssport, außer im Staffelwettbewerb. Aber Konkurrenz ist ja trotzdem. Wir sind halt Konkurrenz. Ne? Ja. Und das ist ganz klar und das sind wir jeden Wettkampf. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, die letzten zwei Jahre fand ich super schön in der Mannschaft. Das war so ein tolles Team und ich habe auch mit der Miri eine richtig gute Freundin gefunden. Ja. Und das ist sehr selten. Mit wem? Leistung. Mit der Miriam Gössner. Ah ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Und das ist selten im Leistungssport, glaube ich. Ja. Frau Neuner, jetzt hat Ihnen Ihre Heimatgemeinde Wallgau am Fuß des Karwendel hat Ihnen ja eine schöne Ehrung zuteil werden lassen. Es gibt einen Magdalena Neuner Wanderweg, Panorama Wanderweg. Und das fand ich eine schöne Idee. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich möchte für besondere Gäste, wo ich sehr stolz bin, dass Sie da sind, auch in Zukunft solche Widmungen erteilen. Und jetzt kommen Sie bitte mal mit. Ja, ich habe auch beschlossen, nehmen Sie es dann aber mit. Ja, ich nehme es dann. Ja, weil sonst hocke ich auf dem Buch und auf der Wolle. Ja, und schauen Sie her, Frau Neuner. Auf dieser Bühne habe ich gedacht, könnte ich immer bestimmte Sachen manchen Leuten widmen. Okay. Und weil ich so klasse finde, dass Sie mich heute hier besucht haben, ja, habe ich beschlossen, diese Treppe Ihnen zu widmen. Und hiermit erkläre ich diese Treppe, wo ich jeden Tag, also jedes Mal lang muss, erkläre ich hiermit, ja, kommen Sie ruhig her. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Nein, es knallt nicht. Komm her. Erkläre ich hiermit zum Magdalena Neuner Anstieg. Ja? Verstoßen wir jetzt mal an. Ja, das war mir ein Traum. Prost, Magdalena. Eigentlich können wir du sagen, oder? Ja, jetzt, ist klar. Jetzt, das bleibt hängen. Mein Magdalena Neuner Anstieg. Ja, Prost. Also, es gibt ja schon eine Torte, die nach dir benannt ist. Ne? Ja, es gibt die Magdalena Neuner Torte mit Philadelphia Frischkäse, weil du den so magst. Gell? Und Erdbeeren, glaube ich. Und Erdbeeren. Also, Prost, trinken wir mal. Und vor allem, weißt du, Magdalena, die Treppe ist ja sau eng und jedes Mal fliege ich fast aufs Maul. Und wenn ich mir eines Tages hier mal das Genick breche, dann bist du wenigstens in meiner Nähe. Ne? Magdalena, neuer Anstieg, gell? Gell? Und wir haben Zeit. Wir bleiben da hocken und sieht keiner fernab der Öffentlichkeit. Ja. Sehr schön. Ja. Aber ich habe wohl doch noch einen Gast, glaube ich. Ich kann deswegen, ja sitzen bleiben. Deswegen, nein, ich bringe dich jetzt wieder zurück an deinen Tisch. Darf ich den Sekt mitnehmen? Ja, nimm ihn mit, freilich. Komm mit, Magdalena. So, ich bin jetzt selber sehr gespannt, wer der nächste Gast ist. Zeig die mal, da ist ja die Katrin. Müller-Hohenstein, das ist aber auch, das ist ja Zufall. Du bist wegen einem Oliver Kahn da, gell? Ich wollte mir das anschauen. Und wieso ist der Kahn jetzt weg?
Der sucht das Buch. Ja. Der ist jetzt vielleicht, der Karl ist vielleicht ein wenig beleidigt, dass ich nichts nach ihm benannt habe, sondern nach ihr. Aber das, wir haben es lange überlegt, aber dann hat er gesagt, nehmen wir sie, sie schaut besser aus. Ja, meine Damen und Herren, es kommt noch ein Gast von den Linken. Er kommt aus Berlin. Berlin, eine Stadt, die ja praktisch nichts auf die Reihe bekommt. Weder beim Fußball noch beim Flughafenbau. Begrüßen Sie bitte den Fraktionsvorsitzenden der Linken im Deutschen Bundestag. Begrüßen Sie bitte Gregor Gysi. So. Herr Gysi, schön, dass Sie da sind. Aber wissen Sie was, wir könnten das jetzt auch noch ein wenig aufwerten. Ich bin sehr gespannt. Haben Sie Alkoholprobleme? Nein, ne? Nein. Aber danach. Na, das glaube ich nicht. Das ist doch Bohle mit Wolle. Mal sehen. Ja, das hat auch nicht jeder. Prost, Herr. Prost. Herr Fraktionsvorsitzender. Sind Sie es noch? Bei Ihnen ändert sich ja gerade alles so schnell. Das stimmt. Sie wird immer besser. Ja, das werde ich bei der nächsten Sendung als Grundsubstanz, werde ich das... Was war denn das da in der kleinen? Das war so eine Art Schnaps, hat sie überhaupt nicht. Sag mal, Magdalena, war das jetzt ein Geschenk für mich oder nimmst du das wieder mit? Den schenke ich da. Schenkst du mir das? Ja, ja, Wahnsinn. Von Magdalena Neuner. Hä? Von der Firma Fischer. Hm? Ja, ach Herr Gysi, hier habe ich auch was ja, gefunden, was Schönes. Eine Schokolade. Kennen Sie diese Schokoladenfirma Gysi? Ja, die ist aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Und alle denken, die gehört mir. Leider ja, nicht. Aber das ist gar nicht schlecht. Das ist eine Gysi-Schokolade. Wollen Sie mal probieren? Haben Sie schon mal gegessen? Ja, ich habe mal so ein Konfekt von Gysi geschenkt gekriegt. Ein Konfekt? Aber natürlich nicht von Gysi, sondern von Anna. Ja. Das ist eine Schokolade, die wir immer aus einer Käsereibe. Ihr könnt es mal, lasst es mal durchgehen. Ja. So. Herr Gysi. Bitte denken Sie dabei immer, das ist von Gysi, ja? Von Gysi. Herr Gysi, ist das nicht Wahnsinn? Zwei so K9er absolute Sichertypen und wir beiden alten Loser mit. Das sage ich. Das sage ich. Habe ich mir die ganze Zeit auch gedacht. Das ist der Hammer. Nicht mal so eine Hähnchenfirma kommt darauf, uns um Reklame zu bitten, ne? Wiesenhof. Ja. Die machen wir dann, aber anders als die denken. Ja, das stimmt. Herr Gysi, Sie kommen jetzt aus Berlin und haben versucht, da Ihr Chaos, macht's jetzt der Lafontaine, muss jetzt der Ernst gehen. Wagenknecht ersetzt Sie als Fraktionsvorsitzender, Lafontaine wird Parteivorsitzender. Kurz und knapp, nicht rumeiern, bitte. Also Sie haben doch schon gesagt, wir sind gerade dabei, uns ein bisschen selbst kaputt zu machen. Und sowas dauert immer länger. Ja. Nein, ich hoffe natürlich, wir finden da auch wieder zusammen. Ich, wenn ich es ganz kurz erklären darf, ist es so. Wir haben mindestens zwei Teile in der Partei. Die Ostpartei ist logischerweise anders als die Westpartei. Die Westpartei ist eine Interessenpartei, so auf der Ebene einer anderen Prozentzahl. Die Ostpartei ist eine Volkspartei. Und ich dachte, dass das schneller geht mit der Vereinigung. Das ist wirklich ein Problem. Und jetzt, wenn Sie meine Meinung wissen wollen, Oskar Lafontaine als Vorsitzender wäre natürlich gut. Ich weiß aber, dass Dietmar Bartsch das auch werden will. Mein Vorschlag ist, beide müssen zusammenfinden. Das heißt, passen Sie auf, Dietmar soll akzeptieren, dass Oskar Vorsitzender wird und Oskar muss dann akzeptieren und sich sogar wünschen, dass Dietmar Bundesgeschäftsführer wird. Und dann führen Sie die Partei zusammen. Gegeneinander bringt das nichts. Ist zumindest meine Auffassung. Aber ob sich danach richtet, ist sehr zweifelhaft. Ja, ich meine, Sie haben ja schon mal versucht mit dieser Doppelspitze Ernst Lötsch. Das haben Sie ja auch eingefädelt. Ja. Naja, dann auch nicht ganz alleine. Aber ja, ich aber übernehme alle Verantwortung. Ja, übernehmen Sie richtig Verantwortung. Jetzt kommen Sie aus Berlin. Sie haben wahrscheinlich bis jetzt kurz vorher gedacht. Ne? Nein, ich war da nicht. Nein. Sie waren da gar nicht? Nein. Als Fraktionsvorsitzende? Ja, war ich nicht. Wieso ich höre mir das danach an. Ja, wissen Sie, wenn man 64 wird, überlegt man sich, welche Quälerei man sich antut und welche nicht. Was mich interessiert, wir leben in einer Zeit der großen Umverteilung, ja, und es wird leider immer wieder vergessen, immer wieder wird von einer Staatsschuldenkrise gesprochen, obwohl es eine Bankenschuldenkrise ist. Das ist sehr wahr, ja. Und, schon ein falscher Begriff. Ja, es beginnt ja schon. Und Kapitalismuskritik ist eigentlich gesellschaftsfähig, aber bei wem muss man sich bedanken? Nicht bei Ihnen, den Linken, sondern bei der Deutschen Bank. Ja. Das ist ja naja, auch, gut, das profitieren wir gar nicht von, das ist so ausgerechnet Sie mit. Aber erstmal ist es ganz natürlich, dass die, die das praktizieren, letztlich die Ursachen für eine kritische Stimmung setzen. Ja. Naja,
Wissen Sie, die Ängste in Bezug auf die Krise sind bei uns noch ziemlich abstrakt. Sie sind noch nicht konkret im Wohnzimmer. Wenn Sie dort landen, wird das auch anders aussehen. Aber so, wie Sie vorhin die Krise mit Griechenland beschrieben haben, das war eigentlich eine Übersetzung meiner Auffassung. Ich meine, Sie können das besser erzählen als ich, aber immerhin, ich war erstaunt, wenn ich das mal sagen darf. Wieso trauen Sie mir nichts zu? Nein, über die Richtung. Und, was ich vorhin gesagt habe, die Gelder, die zurückgehen an die Zentralbank. Richtig. Wissen Sie, dass die Europäische Zentralbank den großen Privatbanken in Europa 1 Billion Euro für 3 Jahre zu einem Zinssatz von 1% zur Verfügung gestellt hat? Und dann nehmen die das Geld, gehen nach Spanien, sagen, können da haben für 5%. Für eine Überweisung verdienen die Milliarden. Die stellen ja nicht her, nicht mal einen Stuhl oder einen Tisch. Nicht? Ich meine, es ist doch absurd, was da abläuft, wenn ich das mal sagen darf. Aber es ist ja schon eine Weile bekannt und trotzdem irgendwie legt sich ja niemand so richtig auf. Und Sie als Partei, deren Herz ist... Ja, ich kriege mich auf, aber es reicht ja, Sie nicht. Schon, ja, reicht. Ja. Aber Ihre Partei profitiert überhaupt nicht davon. Naja, das hat mehrere Gründe. Und jetzt gerade auch im Westen, aber ich sag mal, wir werden wieder kommen. Wir müssen bloß wirklich jetzt lernen, daraus ein Gebilde zu machen. Das ist das Wichtige. Die Leute wollen sehen, das ist eine Partei, die beschäftigt sich jetzt nicht mit sich und nicht mit dieser Frage in sich, sondern mal mit ihren Problemen. Und das muss konkret sein. Früher zum Beispiel, da hatten wir überall Beratungsstellen für Rentnerinnen und Rentner und für Jugendliche und alles Mögliche. Und das läuft alles so ein bisschen aus. Das gefällt mir auch nicht. Also wir müssen wieder anders zupacken. Und dann, glaube ich... Wobei im Westen... Außerdem haben wir eins bewiesen, Herr Pelzig. Ja, wir hatten bei der letzten Bundestagswahl 12%. Wer hätte das je gedacht? Das ist eine Leistung. Nun aber bauen wir gerade ab. Geht ja alles ein bisschen wieder, ja. Und jetzt kommen die Piraten. Jetzt lassen Sie mich auch mal was sagen, Herr Brüderle. Ja. Jetzt kommen Sie mir auch noch mit den Piraten zum Hof. Ja, gut, Sie sagen, nein, die Piraten gehen nicht auf Ihre Kosten, aber die Piraten sind schon die neue Protestpartei. Und das haben Sie vor 2-3 Jahren, vor allem dann noch, als die SPD in der großen Koalition war, haben Sie natürlich stark davon profitieren können. Jetzt ist das nicht mehr so, jetzt tut die SPD schon auf Opposition, aber nicht so richtig. Aber darf ich Ihnen von der NRW-Wahl zwei Zahlen nennen, was wirklich interessant ist? Wir haben 90.000 Stimmen an die SPD verloren und 80.000 Stimmen an die Piraten verloren. Das ist doch spannend, weil jetzt mir die einen erzählen, ja, siehst du, wir hätten kooperativer sein müssen zur SPD und die denken, die SPD schafft eben irgendwas und ihr nicht und so weiter. Und die anderen sagen, ja, wir hätten noch oppositioneller sein müssen, da hätten wir die Stimmen nicht an die Piraten verloren. Jeder findet doch auch in der Partei immer die Zahlen, die er braucht, um seine eigene Anschauung zu untermauern. Das ist wie Einschaltquoten, da zieht sich auch jeder das raus, was ihm gerade passt. Ne? Ja. Wir haben ja mit dem Herrn Kahn vorhin drüber gesprochen und mit der Frau Neuner auch über dieses, dass man zum Teil so gemobbt wird, angegriffen wird. Was mir so aufgefallen ist, seitdem Sie dann diese Karriere gemacht haben, dann nach der Vereinigung, ja immer wieder diese Vorwürfe Ihrer Stasi-Kontakte kommen. Jetzt hat die Welt dieses Jahr wieder gesagt, es gibt ein Protokoll, das belegt, dass Sie Kontakt hatten mit Stasi-Offizieren und Sie haben das immer total bestritten. Und sind dann solche, also erstens zermürbt Sie das und zweitens sind dann solche Stasi-Einträge, auf die sich die Welt bezieht, ist das dann gefälscht oder wieso behaupten die das dann, wenn es gar nicht so war? Nein, das ist falsch, was Sie über mich behaupten. Ich habe immer gesagt, können Sie in einem Interview in der Frankfurter Rundschau von 2008 nachlesen, dass ich zum Beispiel zu den Vernehmern, die ja Polizeifunktion hatten bei der Staatssicherheit, genauso Kontakte hatte wie zur Polizei und zum Zoll. Und dann habe ich gesagt, dass in Berlin, als ich Vorsitzender des Kollegiums war, ein oder zwei Offiziere zu mir kamen und mit mir ein Gespräch geführt haben. Und zwar, weil das üblich war in der DDR, dass die immer sagten, wenn Sicherheitsfragen sind, mit wem sollen wir das bereden? Und dann habe ich den Trick angewandt, habe gesagt, mit meinem Stellvertreter. Und damit waren sie danach nur noch mit meinem Stellvertreter. Was mir unterstellt wurde, ist doch nicht sowas, sondern was mir unterstellt wurde, ist, dass ich meine Mandanten verraten hätte, auch noch an eine bestimmte Hauptabteilung. Und das ist blanker Unsinn. Und dagegen habe ich immer prozessiert und gewonnen. Und zwar nicht, weil die Gerichte so links sind, sondern weil die Gerichte gesagt haben, das ist Quatsch, das ist auch nicht bewiesen. Im Gegenteil, es gibt zu mir eine Prüfakte, die endet damit, dass ich als EM ungeeignet bin, was auch stimmt. Und danach gibt es gegen mich eine operative Personenkontrolle. Und dann wurde ich überwacht. Punkt. Wieso muss ich mir das eigentlich vorwerfen lassen? Wenn solche Dokumente jemand aus der CDU hätte, wäre er längst rehabilitiert. Bloß bei mir denken sie, man kann immer nachlegen, immer nachlegen, immer stänkern. Das denken sie nicht. Das nervt mich natürlich. Das stimmt. Wie ist es dann... Aber dann ist es doch sehr verletzend, wenn dann der Immunitätsausschuss mit 2/3 Mehrheit sagt, sie hätten das ist ja schon viele Jahre her und danach haben die Gerichte entschieden, dass das auch nicht stimmt. Also Sie haben alle Prozesse gewonnen bis jetzt, ne?
Ja, so gut wie alle. Ja. So gut, ja. Also mal gibt es eine Formulierung, wo sie sagen, das hättest du mehr so formulieren müssen. Aber im Kern habe ich das immer gewonnen, weil sie die Unterlagen besagen einfach das Gegenteil. Ja. Und es kommt noch was hinzu bei dem Immunitätsausschuss. Das sind ja nun auch meine politischen Gegner. Verstehen Sie, das ist ja kein unabhängiges Gericht. Da saßen lauter CDUler. Die Einzigen, die nicht mitgemacht haben, auch interessant, war die FDP. Aha. Die hat gesagt, nee, das stimmt nicht und das machen sie nicht mit. Da haben die jetzt einen Stein im Brett bei Ihnen? Ein kleines bisschen. Ein Steinchen. Immer ein Steinchen. Ja. Ich meine, was sie wirtschaftspolitisch anrichten, ist alles eine Katastrophe, aber das Steinchen für einen gewissen Charakter. Für einen gewissen Charakter. Ja, Herr Gysi, Sie werden ja auch vom Verfassungsschutz überwacht. Haben Sie schon jemanden hier im Verdacht? Ja, die sind alle da. Ich habe die einzeln begrüßt. Das fand ich jetzt interessant, was ja in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist, dass die Angriffe von Nazis auf linke Politiker sehr stark zugenommen haben. Richtig zum Teil mit durchgeschnittenen Bremsschläuchen in Deutschland. Ich glaube, letztes Jahr über 100 Fälle, richtig brutal. Sie persönlich auch Ihr Büro. Zum Teil stehen Spitzenpolitiker der Linken unter Polizeischutz. Gleichzeitig werden sie vom Verfassungsschutz beobachtet. Wo ich mich gefragt habe, könnte es sein, dass die Beschützer die Beobachter sind? Also, soll ich immer, weil wir hier unter uns sind und nicht öffentlich, meine ehrliche Meinung dazu sagen? Ich kann das ja für 1990 noch verstehen. Ja. Also wir sind ja damals aus der SED hervorgegangen, haben uns erneuert etc. Und dass die mit unserem Haufen erstmal nicht anfangen konnten, sage ich, okay. Wenn sie 3 Jahre hingeschaut hätten und dann gesagt hätten, es sind doch harmlose Leute, sie schänden keine Kinder, sie zünden keine Autos und Häuser an etc., dann wäre gut gewesen. Aber dann kommt die Bürokratie. Dann hast du so eine Abteilung, die lebt davon. Und dann fällt ja jedes Jahr was ein, dass sie das weitermachen, weil sie auch nicht Lust haben, was anderes zu machen. Und deshalb haben wir jetzt ja auch eine Organklage erhoben und ich denke, in diesem Jahr wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Vor allen Dingen haben die eins beim Verfassungsschutz nicht verstanden. Den hat niemand die Verfassung erklärt, das ist das Problem. Da steht nämlich nicht drin, dass der Verfassungsschutz den Bundestag zu überprüfen hat, sondern dass der Bundestag den Verfassungsschutz zu überprüfen hat. Verstehen Sie, ich bin dafür zuständig. Und das muss man Ihnen irgendwann mal rein. Sie haben Ihre Akte. Also ich habe Herr Pelzig, ich habe den Verfassungsschützern kostenlos eine Unterrichtung im Grundgesetz angeboten, aber die sind bisher noch gar nicht darauf eingegangen. Ihre Akte bei denen hat 1000 Seiten, Sie haben sie, 1000 Seiten, glaube ich. Ja, sie haben reingeguckt, aber vieles ist geschwärzt. Das ist so albern, das Akteneinsichtsrecht, weil dann kriegst du eine Akte, dann kommen 20 schwarze Seiten, dann kommt mal eine Zeile, da steht Gregor Gysi, ja, das stimmt. Und dann... Also deshalb habe ich das den Journalistinnen und Journalisten gezeigt. Ich habe gesagt, wenn ihr euch amüsieren wollt, könnt ihr ja gerne alles lesen. Das ist albern. Da brauche ich auch keine Akteneinsicht, wenn ich sowas bekomme. Wenn, dann muss ich das auch wirklich lesen können. Aber naja, Sie sagen, Sie wollen die Quellen schützen. Und das heißt, es gibt Leute in Ihrem Umfeld, die informieren. Aber die sagen ja, Sie haben keine Quellen. Moment, der Bundesinnenminister erklärt immer, wir werden überhaupt nicht geheimdienstlich überwacht. Sie nehmen nur das, was öffentlich zugänglich ist. Interviews und so weiter. Zeitung lesen. Wir haben ein Interview von mir, war da drin, da haben Sie die Hälfte gestrichen. Wieso ich nicht lesen darf? Was ich mal gesagt habe, konnte mir auch keiner erklären. Meinen Sie, dass Sie auch unser Gespräch jetzt auswerten, dass Sie da jetzt hocken? Ja, ich hoffe. Ja? Ich meine, sonst. Echt? Es sei denn, die sind schon bei Himmelfahrt. Arschgeigen. Nein, aber ich bin ganz sicher, das wird eingestellt. Das ist albern, das ist auch durch nichts gerechtfertigt. Ja, Petra und Pau, es verletzt auch das Grundgesetz. Na, außerdem, wen Sie da auch beobachten, Petra und Pau. Aber da waren auch alle Parteien, ich glaube sogar bei der CDU, haben gesagt, das geht nicht. Ne? Ja, also die waren alle die FDP, etwas angefasst. Die FDP, ihre sowieso. Lieblingspartei, wie ich jetzt erfahren habe, auch dagegen. Nicht übertreiben, Herr Pelzig. Ja, davon lebe ich. Das verstehe ich. Aber ich habe die FDP auch schon so erlebt, dass ich mich schwarz geärgert habe, was bei einem Roten schwer ist. Aber möglich ist. Herr Gysi, eine Frage habe ich noch. Vor ein paar Jahren haben wir schon mal so ein Gespräch geführt. Ja. Damals waren Sie mein Gast und haben gerade als Rechtsanwalt einen Bankräuber verteidigt, der in Berlin eine Bank überfallen hatte. Ja. Was haben Sie für den rausgeholt? Dass er als vermindert zurechnungsfähiger eine deutlich geringere Strafe bekommen hat. Das war gar nicht schwer, weil es schon anderes Gutachten gab, Gegengutachten. Aha. Will ich Ihnen aber alles nicht im Detail erzählen. Aber ich habe auch eine Frau verteidigt. Die erinnert, entschuldigen Sie bitte, mich ein bisschen an die Biathletin, weil die hat ihren Mann erschossen. Und ich meine nur, dass sie auch gut schießen konnte. Ja, meine ich konnte damit. Gut schießen. Also, und mehr kann ich dazu nicht sagen, außer eins, was mich sehr beruhigt hat. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldbuße von 2000 Euro eingestellt und das finde ich angemessen. Ich meine, muss der Mann aber ein rechter Drecksack gewesen sein. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, das macht Spaß übrigens. Ja.
Also Frauen, die ihre Männer schießen, besonders gern. Sagen? Hätten Sie auch so eine Idee wie der Anwalt von Herrn Kahn mit dem vorauseilenden Lichtreflex? Das ist auch, auch eine schöne Sache, oder? Den Kahn bei dieser Zollmistsache auch ganz gerne verteilen. Das ist völlig überzogen, was er als Strafe gesagt hat. Aber mal abgesehen davon, nee, wissen Sie was? Ich bin ja auch ein widersprüchlicher Typ. Wenn ich Anwalt bin, fehlt mir, dass ich generell nichts verändern kann. Und wenn ich in der Politik bin, fehlt mir, dass ich einem Konkreten nicht helfen kann. Also das heißt, ich bin dann immer unzufrieden. Und deshalb habe ich jetzt so eine Mischung. Ein paar Prozent Anwalt und überwiegend Politik. Und dann noch Moderator. Mir haben Sie heute geholfen, mir reicht es. Und da versuche ich von Ihnen zu lernen. Und unsere Zeit ist rum. Herr Giese, kommen Sie mal wieder. Schade. Grüßen Sie mal die Sarah Wagenknecht. Das ist eine sehr kluge Frau. Ich grüße Sie ganz herzlich von Ihnen. Da muss man sich warm anziehen. Ja, das stimmt. Die ist sehr klug. Da staune ich immer, gell? Darf ich Ihnen noch was sagen? Ja. Wenn ich hier Reklame machen würde, dann für Sie. Okay? Für die Sarah Wagenknecht. Nee, für Sie. Ja, wieder Paul. Ja, und das war's, meine Damen und Herren. Das war Weltsicht, Weltsicht heute mit meinen Gästen. Oliver Kahn, Magdalena Neuner und Gregor Giesli. Und die nächste Sendung mit meinen Gästen sehen Sie am 3. Juli, 3. Juli, dann habe ich zu Gast den Astrophysiker Harald Lesch vom Privatfernsehen von RTL Frauke Ludowig und von den Grünen Claudia Roth, die an dieser Stelle von jetzt bitte die Dirndl diesmal nicht anzuziehen.